Seine Nationalmannschaftskollegen Tom Kühnhackl und Leon Draisaitl konnten sich unterdessen nicht so gut in Szene setzen. Kühnhackl trat beim 4:3 von Titelverteidiger Pittsburgh Penguins nach Verlängerung bei den New Jersey Devils ebenso wenig besonders in Erscheinung wie Draisaitl bei der 1:2 Niederlage mit den Edmonton Oilers im kanadischen Duell bei den Vancouver Canucks. Video der EndSpielfilm Deutschlands silbernes Eishockey-Märchen.